Du kannst Geld setzen auf eine von drei Spielkarten. Und wenn ich die Karten dann abstelle und du richtig rätst, wo deine Karte ist, dann erhältst du das Doppelte vom eingesetzten Betrag. Naja, ein Versuch war es wert. Ich sagte dann, ich setze Geld auf den König. Wie viel willst du setzen? 10 Franken. Die Reihenfolge der Karten ist Dame, Ass und König. Setz deine 10 Franken auf den König. 10 Franken auf den König. Ich dachte, so leicht hätte ich schon lange nicht mehr 10 Franken verdient. Aber als er die Karte umdrehte, war es nicht der König, sondern die Dame. Meine 10 Franken waren weg. Ich dachte dann, ich hätte wohl nicht richtig aufgepasst. Das gibt's doch nicht, dachte ich mir. Das kann ich. Ich setze noch einmal auf das Ass. 50 Franken auf das Ass. Ich hoffte immer noch, dass ich einmal richtig liegen würde. Aber ganz ehrlich, ich war nicht wirklich erstaunt, als er die Karte umdrehte und es nicht das Ass war, sondern wieder die Dame. Mein ganzes Geld war weg. Dabei hatte ich nur 10 Franken riskieren wollen. Aber was mich dann wirklich umgehauen hat, war, als er die beiden anderen Karten umdrehte und es auch Damen waren.